Okay Leute, wir schauen uns heute kreative Einsatzmöglichkeiten der Pixel Sorting Views an. Und kurz für dich zu wissen, die Pixel Sorting Views ist ein kostenloses Plugin von Chris Riddings. Einen Link dazu habe ich dir unten in die Beschreibung gepackt und ein Installationstutorial ebenfalls. Und zuallererst steigen wir ein mit diesem Standbild, was sich super für deinen Instagram-Kanal macht. Ich starte hier mit einer Timeline, die 1080x1350 Pixel groß ist. Du kannst natürlich mit jedem Format Timeline starten. Am Ende rendern wir das Ganze eher als Video, aber dieses 4:5 Format ist super für Instagram-Posts, die im Feed angezeigt werden sollen. Und in dieser Timeline hole ich mir zuallererst aus meiner Effekt-Library eine Fusion Composition und gehe damit in Fusion. Hier holen wir uns zuallererst mal einen Background rein. Und der ist dann natürlich unsere 1080x1350 und den stellen wir auf transparent, weil der soll uns ja bloß unsere Auflösung wiedergeben. Dann holen wir uns das Bild hinein, was wir nutzen wollen und ich nehme jetzt das und merge das einfach drüber. Als nächstes passe ich in der Merge meinen Ausschnitt so an, wie ich es haben will. Und dann kann es schon daran gehen, diesen Gradient aus den Augen nach unten zu bauen. Und dazu suche ich mir zuallererst auch noch einen weiteren Background raus und stelle den von Solid Color auf Gradient. Jetzt stelle ich den Verlauf von oben nach unten ein und habe die Möglichkeit, wenn ich hier jetzt einen weiteren Punkt hinzufüge, eine weitere Farbe hinzuzufügen. Das kann ich machen, indem ich einfach auf den Pfeil klicke und mir dann hier eine Farbe wähle. Und so wähle ich jetzt quasi meine Farbpalette. Okay, auf diesen Farbverlauf macht es wenig Sinn, die Pixel Sorting Views anzuwenden, weil der geht ja schon von hell nach dunkel. Und um diese Einheitlichkeit aufzubrechen, fügen wir dem Ganzen Noise hinzu. Dazu suche ich mir eine Fast Noise Node hier heraus, füge die hier ein, möchte den Kontrast erstmal sehr, sehr hoch stellen und die Scale auch sehr, sehr hoch auf etwas wie 50 oder so, damit wir richtig viele kleine Punkte haben und wir können die Brightness meinetwegen auch noch ein ganz kleines Stückchen zurücknehmen. Und ganz wichtig, unter Color wollen wir diese erste Farbe wirklich schwarz machen und nicht transparent. Und das mergen wir dann auf den Background darauf. Und jetzt haben wir, wenn wir im Apply Mode auf Overlay umschalten, einen Verlauf, der sich natürlich auch ändern kann. Wie ändert der sich? Indem wir in die Fast Noise gehen und hier unter Noise die Seed Rate etwas hochstellen. Und wir können dieses Noise nach unten animieren, was dem Ganzen diese Flow-Richtung gibt. Und dazu mache ich Folgendes. Ich gehe auf Frame 1, setze einen Keyframe, gehe dann 3-4 Frames nach vorne, gehe ein ganz kleines Stückchen nach unten, öffne mir die Splines und unter Displacement kann ich jetzt beide Keyframes markieren und mit Rechtsklick unter Set Loop auf Relative gehen und damit läuft es für immer nach unten weg. Und wenn mir das zu schnell ist, kann ich den zweiten Keyframe nehmen und einfach zur Seite ziehen und damit wird das Ganze etwas langsamer. Und wenn ich jetzt die Pixel Sorting Views dahinter anwende, dann bekomme ich ein schönes, trippiges Ergebnis. Aber wenn du das noch viel, viel härter und kantiger haben willst, kannst du hier auch noch in den grauen Pfeil ein Noise einfügen. Und dazu suche ich mir mit Shift Space ein Mosaik Blur raus und gehe von meiner Fast Noise Node in den Mosaik Blur, lass mir das anzeigen und kann jetzt hier unter Advanced Controls, unter Aspect die Höhe auch noch einstellen und damit kriege ich ein anderes Noise, als was ich eigentlich hier drin nutze. Und wenn ich das jetzt hier einfüge, dann bekomme ich harte Pixelkanten. Und das kann ziemlich cool sein. Wenn du das allerdings nicht magst, kannst du das hier auch einfach weglassen. Und jetzt möchtest du ein bisschen mit dem High- und Low-Threshold spielen, bis es dir gefällt. Und du kannst natürlich auch hier mit der Maximum Length spielen, so dass du kürzere Abstände bekommst. Und natürlich kannst du das Sorting selbst umändern, indem du es Increasing oder Decreasing machst. Okay, wenn du deinen Gradient Look jetzt fertig hast, dann möchtest du dir eine Merge rausnehmen und diesen transparenten Hintergrund vom Anfang einmal in die Merge packen und deinen ganzen Pixel Sorting Gradient in das Ding reinmergen. Warum? Jetzt können wir nämlich separat Masken ziehen, wo das Ganze angezeigt werden soll. Und dazu suche ich mir zum Beispiel eine Rectangle Node raus und füge mir die so ein, dass es hier nach unten droppt. Und dann kann ich die Rectangle Node in den blauen Pfeil verbinden und damit haben wir diesen Pixel Gradient jetzt hier freigestellt. Und den können wir jetzt über unser anderes Zeug drüber mergen und haben den jetzt hier. Und damit auch dein ganzes Auge glüht, holst du dir einfach noch eine Polygon Node raus. Und da das einfach nur ein Foto ist, nehme ich hier unten den Right-Click für Shape Animation Shape Key raus und kann jetzt hier einmal ringsherum
eine Maske ziehen und diese dann ebenfalls in die Rectangle Node reinziehen und ein bisschen die Soft Edge erhöhen, damit sich das besser einfügt. Okay, das haben wir jetzt für ein Auge gemacht, machen wir das noch für das zweite. Okay, und jetzt fehlen mir bloß noch Masken, die mir quasi das Ganze begrenzen. Also einmal die Nasenspitze und einmal das hier hinten. Und dazu nehme ich mir ebenfalls eine Polygon Node und ziehe eine Maske um meine Nasenspitze ringsherum, füge die hier ein und stell die im Paint Mode hier oben auf Subtract. Und damit ist meine Nase frei. Ich wünschte, das wäre so leicht bei Schnupfen. Okay, aber der Cup fehlt noch. Und dazu nehme ich mir ebenfalls eine Polygon Node rein und maskiere mir hier einmal die Innenseite von dem Ganzen wirklich bis ganz runter. Füge diese Polygon Node dann ebenfalls hier ein und stelle sie ebenfalls auf Subtract. Und jetzt kommt der Finisher, was dem Ganzen so seinen Look gibt, und das ist Soft Glow. Ich suche mir also mit Shift Space eine Soft Glow Node raus und füge die zwischen meinen freigestellten Pixelverlauf und meinem Originalbild ein. Und jetzt muss ich nichts weiter tun, als den Threshold etwas hochregeln, den Gain so anzupassen, wie ich es haben will, und die Glow Size so anzupassen, wie ich es haben will. Und damit können wir das ganze Ding quasi rendern. Also verbinden wir diese letzte Merge in den Media Out und können das ganze Ding ganz normal in den Renderer von DaVinci Resolve packen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, auf bewegten Bildern sowas einzufügen, und das ist relativ easy, braucht allerdings Particle-Systeme. Auf den Clip, auf den du das Ganze anwenden möchtest, gehst du in Fusion, suchst dir mit Shift Space eine Tracker Node raus, weil wir müssen erstmal das tracken, was die Particles spawnen soll. In meinem Fall sind das hier meine Augen, also track ich die einmal nach vorne durch. Als nächstes suchen wir uns mit Shift Space eine Ellipse. Du kannst aber natürlich auch eine genaue Maske anfertigen. Diese Ellipse möchte ich jetzt mit meinen Augen mitgehen lassen, also auf das Center mit Rechtsklick drauf, Connect to Tracker 1 Path Position, und damit folgt meine Ellipse meinem Auge. Und dasselbe mache ich mit dem zweiten Auge, indem ich mir eine weitere Ellipse raussuche, im Center unter Rechtsklick Connect to Tracker 2 Path Position klicke, dann verbinde ich beide Ellipsen und habe jetzt eine Maske für meine Augen. Du kannst natürlich auch andere Körperteile tracken und die dann als Particle Emitter nutzen. Jetzt möchte ich mir einen Particle Emitter und einen Particle Renderer rausholen, die beide miteinander verbinden, und in dem Particle Emitter möchte ich unter Region das Ganze auf Bitmap stellen. Jetzt haben wir hier einen Input bekommen und können jetzt unsere Maske einfach da einfügen. Und meine Partikel werden jetzt von diesen Punkten aus gespawnt. Dazu muss ich allerdings den Renderer auf 2D stellen. Und wenn dein Renderer super lange braucht zum Rendern, dann würde ich dir empfehlen, mal auf deine Startframe-Anzahl zu gucken. Denn die kannst du nämlich hier oben einstellen, wenn du nur ein kleines Stückchen von deinem Clip brauchst und den nicht über die gesamte Zeit brauchst. Dann kannst du auch deine Startframe-Anzahl einfach kopieren und hier oben im Global In-Out einfügen, damit wird dein Renderer schneller. Und jetzt siehst du, werden Partikel überall da gespawnt, wo die Ellipsen lang fliegen. Und diese Partikel gilt es jetzt so zu verändern, dass sie einen fließenden Verlauf darstellen. Und das geht ziemlich easy. Im P-Emitter kann ich von Point auf N-Gon umstellen und hier hinten den Blob nehmen, und damit werden meine Punkte auch als wirkliche Kreise dargestellt. Unter den Size Controls können wir die auf jeden Fall noch ein ganzes Stückchen größer machen. Du kannst ja allerdings auch eigene Formen reinziehen, wenn du das magst. Dazu stellst du im P-Emitter den Style auf Bitmap und holst dir jetzt eine Form rein. Ich mache das mal beispielsweise anhand eines Rectangles. Holst dir also ein Rectangle rein. Im Image möchten wir das kleiner machen, weil jeder Particle würde sonst versuchen, auf Full HD zu rendern, was ziemlich lange dauern würde. Ich nehme jetzt hier 256x256. Wenn du das bei dir nicht umstellen kannst, dann musst du die Use Frame Rate Format Settings rausnehmen. Und dann machen wir das ganz groß, damit das ein schönes großes Quadrat ist, und fügen das hier ein. Und jetzt werden quasi Pixelquadrate gespawnt. Aber wie kriegen wir da jetzt einen Verlauf rein? Du kannst hier in den Style Settings des P-Emitters unter Color Controls eine Color Overlive einstellen. Und hier kannst du genau dasselbe machen, wie wir es vorhin mit dem Background gemacht haben. Also bestimmen wir uns jetzt quasi hier unser Farbschema. Und damit beginnen meine Particles am Anfang weiß und werden dann über die Zeit schwarz.
Wenn du das beschleunigen möchtest, dann kannst du natürlich in den Controls die Lifespan herunterregeln. Somit läuft dieser Circle viel, viel schneller durch. Aber es passiert noch nicht wirklich viel mit denen und deshalb müssen wir sie jetzt bewegen lassen. Und das Einfachste, was wir damit machen können, ist, sie wackeln zu lassen und nach unten fallen zu lassen. Für das nach unten fallen suche ich mir mit Shift Space eine P-Directional Force raus und damit fallen meine Partikel. Das sieht jetzt trotzdem ein bisschen einheitlich aus und deswegen suche ich mir mit Shift Space eine P-Turbulence Node und damit werden die so ein bisschen durchgewuschelt. Wenn wir jetzt mit Shift Space die Pixel Sorting Fuse hier dahinter einfügen und uns das Ganze ansehen, dann siehst du, dass das ganze Zeug am Boden klebt. Und das liegt daran, dass wir der Pixel Sorting Fuse noch sagen müssen, dass es in diesem Rahmen bleiben soll. Also ziehen wir einfach von dem P-Renderer in den blauen Pfeil der Pixel Sorting Fuse einen Input. Auch hier können wir jetzt nochmal Noise hinzufügen, indem wir uns eine Fast Noise Node hier hereinholen, uns eine Merge Node vor die Pixel Sorting Fuse packen und die Fast Noise hier drüber mergen und hier ebenfalls den Output vom Renderer in den blauen Pfeil der Merge geben. Und jetzt können wir auch wieder hier in der Merge den Apply Mode auf Overlay stellen und in der Fast Noise die Scale und den Kontrast erhöhen. Und wenn wir dieses fertige Ergebnis dann noch durch eine Soft Glow Node ziehen, haben wir doch echt ein cooles Ergebnis, was wir dann ganz einfach mit einer Merge auf unser Original-Footage setzen können. Und da du bis hierhin geguckt hast, möchte ich dir meinen fertigen Node-Tree schenken. Den findest du in diesem QR-Code. Aber verrat's niemandem weiter. Schreib einfach nur Pixel-Glitch in die Kommentare. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.